Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Savage Lands in einer neuen Aufnahmesession. Und ich bin nicht alleine. Mit mir dabei ist der Sponti. Ja, moin. Ja, zu guter Letzt erstmal, ich entschuldige mich sehr, dass es jetzt leider ein bisschen Ausfall von Savage Lands gab. Wir kamen zeitlich leider nicht so zu einem Termin zusammen, aber jetzt sind wir ja dabei aufzunehmen. Also, ich hoffe, ihr seid da nicht ganz so böse. Savage Lands geht natürlich noch weiter. Es ist nicht vorbei, auch wenn wir in der letzten Aufnahmesession gesagt haben, wie geht es jetzt weiter? Wie kommen wir weiter? Wie öffnen wir das Portal? Und wie kriegt man einen Dungeon? Wir hatten so viele Fragen. Doch dann passierte ein Wunder. Ein mysteriöser, gutherziger Mensch hat uns geholfen in vielerlei Hinsichten. Was fällt dir eigentlich auf, wenn du meine Helmer siehst? Ist gerade Weil ein bisschen dunkel hier, ne? ist das Iron? Nein. Es ist Stahl. Ach, Und Stahl. um es nicht so zu überdramatisieren, ich habe eine kleine Überraschung, beziehungsweise mit Gruß von Kape, der uns da wirklich sehr weitergeholfen hat, lege ich dir mal was hin und du wirfst jetzt mal einen leeren Beutel weg, den brauchst du auch nicht mehr dann. Dann nimmst du mal dieses Geschenk an dich und dann können wir es zusammen inspizieren. Ja, warte, ich muss so gucken, welchen Beutel ich da wegschmeißen kann. Genau, den werde ich dann nehmen, weil mir jetzt einer fehlt. Praktisch. Welcher ist denn? Ist der unterste leer? Ja. Oh, hast du schön Wow! geflippert. Was? Was im Himmel? Ja, das ist so ein kleines Präsentkörbchen von den Karpe für uns, damit wir weiterkommen. In diesem Körbchen befinden sich zwei Stahlhämmer, zwei Stahlschwerter, die wiederum viel besser sind als die Äxte, weil sie eine höhere Schlagrate haben. Also sind die da in der Hinsicht besser. Spirit Shards, Radiant Gemfragmente, Blood of the Brute, Knochen, also Schädel, Human Skull, viel Holz, viel Essen, viele, viele Bandagen, die uns wirklich sehr den Hintern retten, weil wir immer kurz vor knapp stehen. Und eine Healing Potion. Also alles sehr, sehr nice. Vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal, Karpe. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Ich habe auch mit dem Karpe gesprochen. Für die Zuschauer, die jetzt nicht wissen, wer ist Karpe. Karpe ist ein Abonnent, der auch das hier mitverfolgt, der auch Savage Lands liebt und auch sehr, sehr gerne spielt. Und er hat uns da weitergeholfen und halt dieses kleine Körbchen, mein Gott, zur Verfügung gestellt, um uns ein bisschen voranzutreiben, weil wir ja wirklich in den letzten Aufnahmesessions so ein bisschen ratlos waren. Wir haben zwar hier und da in der Siedlung gemacht, wir haben zwar hier und da mal irgendwelche Gebäude zerkloppt, aber zeitlich gesehen hingen wir jetzt schon sehr lange auf dieser Insel hier fest. Und das bringt uns oder pusht uns mal wieder auf den rechten Weg, dass wir auch weiterkommen. Denn es gibt Möglichkeiten. Wir haben zumal die Möglichkeit, wir können zu einem Dungeon. Es gibt verschiedene Arten von Dungeon. Ein Dungeon befindet sich in der Nähe der kleinen Kirche, die auf diesem Hügel ist. Da müssen wir in der Nähe einer Eisscholle links herunter, um dann dorthin zu kommen. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Des Weiteren, wie wir zur nächsten Insel kommen, wir brauchen ja Runen. Und wie wir diese Runen bekommen, das ist einfach, ja, was heißt einfach? Ist einfacher gesagt als getan zumindest. Wir müssen vier, oder waren es vier oder fünf Runen? Ich weiß es nicht. Und selbst wenn es halt fünf sind, wir müssen fünf Baumgiganten legen, weil diese droppen auf verschiedenen Stellen der Insel die Runen. So Yay! viel dazu. Das bedeutet, so kommen wir auf die nächste Insel. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen unclever letztes Mal gegen die Baumgiganten gespielt. Erstens haben wir jetzt natürlich auch bessere Waffen. Wir haben jetzt Pfeile dank den Kabel und bessere Waffen. Wir können uns jetzt voll und ganz auf unseren Rüstungsbau konzentrieren mit dem Eisen, was wir finden, dass wir dann in Stahl umwandeln können. Das hat sehr viele Vorteile und bringt uns ein bisschen voran. Und was kann ich noch hinzufügen? Ich habe Hunger. Das kann ich noch hinzufügen. Nee, wir können jetzt zum Beispiel diese Respawn-Punkte hier, so wie wir jetzt diesen Schädel haben, können wir zum Beispiel vor einem Kampf irgendwo platzieren, diesen dann auswählen und dann spawnen wir immer da, müssen nicht quer durch die ganze Insel laufen. Das ist natürlich dann schon ein Vorteil. Ich gucke gerade mal, Wie was das so kostet, weil das Pike of Resurrection, ein Holz, drei Human Skulls.
Also können wir dann locker die Köpfe mitnehmen, irgendwo einen Baum fällen, und dann hätten wir es. Aber wir haben jetzt auch viel Holz vom Karpel bekommen. Damit könnten wir zum Beispiel auch natürlich schon mal hier den Häuserbau vorantreiben, wo denn jetzt auch immer noch die Sachen fehlen. Und was mich ärgert, was ich schon gesehen habe, dass eine Hütte wieder vorne am Strand fehlt. Aber die werde ich jetzt nicht nochmal neu setzen, weil da waren Sachen drin. Also Holz fehlt nur noch im einen Haus, also Holzbretter. Genau, in dem Haus hier, ja, gut. Dann können wir eigentlich meine Ladung Holz mal umwandeln in Bretter und diese dann verbauen. Jo, die Stahlhammer sind auf jeden Fall richtig gut. Oh ja, aber lieber Karp, nochmal lieben, lieben Dank auch von meiner Seite an dich. Ein schönes Brotkorb, da stand mein Haus. Ja, da stand wirklich ein Haus, das ist echt ärgerlich. Ja, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Das bringt uns bestimmt enorm weiter. Ich bin gespannt, wie wir uns gegen die Baumknappen schlagen werden. Ich denke, das wird wahrscheinlich mit einer der nächsten Unterfangen sein. Ja. Bedenkt. Was gibt es noch zu sagen? Zum Beispiel diesen Riesenwolf, den wir hier gesehen haben in der Nähe unseres Lagers, der immer nachts seine Runden geht, also häufig in der Nähe unserer Basis. Dieser droppt keine Rune, sondern ein besonderes Fell, womit man sich dann wärmere Kleidung basteln kann, die aber im Endeffekt nicht besser ist als jetzt eine Stahlrüstung, Silberrüstung oder eine Goldrüstung, sondern einfach für den Wärmefaktor interessant ist. Ja. So, ich habe jetzt, da fehlen jetzt nur noch knapp, was waren das jetzt? 56 Bretter, die noch fehlen? Ja, 56 Bretter noch, dann ist Holz komplett erledigt. Das hat uns schon mal sehr vorangebracht. Und jetzt mit den neuen Dolchen, die wir haben, also Schwertern, geht das mit dem Holzfällen noch effektiver als mit den Bronzeäxten. Und das mit der Bronzeachse haben wir ja gestaunt in der letzten Aufnahmesession. Wir erinnern uns zurück, wie schnell das einfach geht. Das ging ja so schnell im Vergleich zu den vorigen Äxten, die wir hatten. Oh ja. Und wenn das jetzt noch mal ein Ticken schneller geht, dann ist es einfach unfassbar, was das für ein Fortschritt dann ist. So, warte. So, oh, dreimal fehlt noch, aber ich habe noch Holz zum Umwandeln. Das ist sehr gut. Ich schaue gerade auch mal, dass ich vielleicht gerade ein bisschen Ordnung reinbringe. Ich habe jetzt natürlich das ganze Essen und die Bandagen nehme ich jetzt natürlich auch mit, aber ich lege jetzt hier die alten Waffen, die lege ich jetzt mal ab. Leider ist jetzt unsere Kiste dann auch schon dezent voll dadurch. Also nur an Ausrüstung, aber vielleicht könnten wir auch mal die ganz alten Sachen, weiß ich nicht, bin aber immer irgendwie zu schade drum, die Sachen wegzuschmeißen einfach. Finde ich irgendwie ein bisschen schade immer. Was wir haben, wir haben wir. Eben, wir sind so kleine Messis. Wir sammeln einfach alles, was geht. So, noch So. irgendwas hierfür? Übrigens durchs Update tun sich auch die Spirit Shards abnutzen. Die sind jetzt nicht mehr unendlich einsetzbar. Ach so, weil ich habe jetzt auch hier in Spirit Orb. Da weiß ich jetzt nicht, wie das zusammenhängt. Damit kann man ja auch Leute rufen, ob das jetzt unendlich ist oder ob das jetzt gar nicht mehr geht. Ich kann es ja mal testen, einfach mal, spaßeshalber. Ich nehme den Spirit Orb. Oh, der leuchtet. Ah, cool. Guck mal, leuchtet der bei dir Oh, wie auch? cool. Was ist das denn? Ich bin ein Magier. Ah, kleine Magierin. Tötet ihn, er ist ein Hexer. Hexe! Komm mit zum Feuer. Aber das ist auch cool, also dass die das jetzt so eine Animation reingemacht haben. Das gefällt mir sehr. Ja, was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Wolltest ihn Kurzzeitgedächtnis. ausprobieren? Nee, ja, er funktioniert. Also er funktioniert. Das klappt. Ich könnte dich quasi damit her teleportieren. Ich versuche gerade dezent ein wenig Ordnung reinzubringen, weil ich habe hier und da noch ein bisschen Krempel in den Taschen, die ich jetzt gerade nicht brauche für den Moment. Ja, ähnlich sieht bei mir auch aus. Wie zum Beispiel das der. So, einmal Fell noch. Fell, nein, hier ist kein Fell. Da war Fell. Ach so, da ist auch voll. Okay, ich verstehe. Na, dann packe ich das jetzt erstmal hier mit rein. Ist jetzt gerade kein Platz da. Ja gut, den einen Stein kann ich jetzt auch mitnehmen. Ist jetzt auch unrelevant. Ja gut, was ist unsere nächste Aufgabe? Was müssen wir als nächstes bewerkstelligen? Das ist ja eigentlich schon vorhersehbar. Natürlich brauchen wir auch nach wie vor noch Eisen, damit wir unsere Stahlrüstung komplementieren.
Das ist dann natürlich die Stahlschuhe haben wir, die Stahlhandschuhe haben wir, die Stahlhelme haben wir. Und jetzt fehlt nur noch als letztes die Stahlrüstung. Und das gibt natürlich den höchsten Boost, also wird uns am höchsten nochmal pushen. Aber alles, was wir jetzt an Eisen finden werden, natürlich alles, das können wir jetzt nur noch rein dafür investieren, weil wir jetzt dank Karte natürlich die anderen Sachen alle haben. Yeah! Dankeschön! Also das ist echt super, das wird uns so weit nach vorne bringen, das ist schon... Definitiv, das ist einfach ein Riesenschwung. Gut, was wir natürlich dann halt nebenbei machen, ist halt Eisen sammeln, klar. Und natürlich vielleicht mal nebenbei ein bisschen was für unsere Häuser hier machen, damit wir die auch mal irgendwann zu Ende kriegen. Aber wir haben jetzt wieder eine neue Mission. Das ist der Dungeon, den wir besuchen können. Diesen Dungeon, der Dungeon befindet sich sogar in unserer Nähe. Da könnten wir auf jeden Fall als erstes hin die Baumgiganten töten, um zur dritten Insel zu kommen. Und es gibt noch eine wichtige Änderung. Der Drache fliegt jetzt Patrouillen. Ach ja. Und der Drache greift einen jetzt auch an. Und wenn die Rüstung kaputt ist, tötet der Drache einen sofort. Also, was? Vorsichtig sein. Der Drache ist gefährlich. Der Drache ist kein Schmückenbeiwerk mehr. Jetzt haut er richtig auf die Pfanne. Okay, jetzt möchte ich doch nicht mehr auf seinen Turm. Nee, beim letzten Mal war es ja noch lustig, weißt du? Ich weiß doch, wie wir ihn auskann. Genau, wie wir ihn ausgelacht haben. Standen wir da so, ha, 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 er kann da eh nix. Ja, dieser blöde Drache und jetzt... Genau, da hat ein Entwickler die Folge gesehen und dachte sich, alles klar, Freund. Jetzt reicht's. Jemand spottet über meinen Drachen. Genau. Natürlich gucken die Entwickler auch hier zu. Selbstverständlich, hallo? Ich trinke mir regelmäßig Kaffee, um auf dem neuesten Stand zu sein. Genau. Und du führst mich, ne? Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, das ist ja jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, letzte Aufnahmesession und so, und das ist jetzt auch schon 3 Wochen her, glaube ich. Glaubst du, führst mich? Hallo? Ich komme ja nicht mal über den Felsen hier. das war hier, ich glaube, wir mussten jetzt hier weitergehen, am Rand entlang, oder war das da hinten? Ne, ich glaube, da hinten links gesehen aus. Ich hatte gerade das Standbild ganz kurz. Von dort aus ging es dann zu der kleinen Kirche auf diesem Vorposten quasi. Kleine Gollum-Armee. Huh. Er verschwindet im Boden und taucht dann wieder auf. Alter, ein Schlag in Ernst? Ja, ich hatte schon mal einen angehittet, also dann hast du den wahrscheinlich getroffen. So Mist. So, ich will das mal ausprobieren mit dem Schwert. Einfach mal spaßeshalber. Und ich beschütze dich mal wieder. Ich mache mal wieder die Arbeit. Ja, das geht sehr viel schneller. Das also, war ja klar, du haust, ich wieder die Arbeit machen muss. Du haust viel schneller zu als mit der Bronze-Axt. Und wenn du halt beide ausgerüstet hast, dann bist du dann auch der ultimative Woodcutter. Ah, okay. Aber Kabe hat uns auch gewarnt, es ist auf dem Weg dorthin, zu diesem kleinen Vorposten, muss man auf eine Eisschorle, um zum Dungeon zu kommen. Aber man soll vorsichtig sein, es ist kalt. Abfriert man da schnell? Ja, auf der Eisschorle, ja. Ich habe mich fest... Ah, nee, doch nicht festgebackt. Ich dachte gerade... Ach, das ist doch mal hier, wo wir schon mal waren. Ja, hier waren wir schon. Wo wir uns schon gewundert haben, dass hier nichts ist. Genau. Ja, die Frage ist jetzt, sind wir genau von der falschen Seite gekommen, oder? Ach, da bist du. Da haben wir ja unsere Spürnase ja doch richtig gehabt, was wir hier haben. Ich glaube, wir sollten hier mal eine Feuerstelle machen. Ja. Erst nochmal Grund aufwärmen. Natürlich fehlt jetzt Stein. Kriegt man hier eigentlich auch Stein raus? Nee. Aber hier doch bestimmt. Wow, Alter! Alter, bin ich schnell tot! Oh, krass. Hast Stein gekriegt, ja? Boah, ich bin fast tot. Wie krass war das denn jetzt gerade? Also, das ging gerade so massiv nach oben. Nein, ich habe keinen Stein. Das hat nicht gereicht. Ich bin fast tot. Warte mal, ich suche schnell irgendwie... Ein Flintstone. Boah, hat mir das gerade abgezogen, ey. Das war richtig... Du hast richtig gesehen, wie der blaue Balken nur noch so massiv gestiegen ist.
Hat einen kleinen Kälteschock, ja? Ja. Kann man die Steine hier abbauen? Ja. Natürlich nicht. Und kannst alles hier auseinandernehmen, weißt du, Häuser, ganze Gebirge, weißt du, aber kleine Steine, da hört's auf. Genau. Da ziehen sie die Grenze. Ja, gerade vor allem jetzt, wo man mal einen Stein braucht, findest du halt keinen, ne? Das ist ja immer so. Immer wenn es drauf ankommt. So, Babo Mushrooms nehmen wir mal mit. Da hinten kommen die Gollums wieder aus dem Wasser. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Gerade auch mal, ob ich hier irgendwo vielleicht auf der anderen Seite Stein finde. Also ich habe Steine. Okay. Ich bin nur gerade ausgedauert. Okay, klingt vernünftig. Ich bin auf dem Weg. Are you ready? Gollum lacht sich in Ruhe. Nein, Gollum, ich habe keine Zeit. Nein. Großmutter hat gesagt, ich soll diese Steine unverzüglich zu ihr bringen. Ich habe keine Zeit, Gollum. Schön. Da oben fliegt toll. Der Drache, aber relativ weit weg von uns. Aber dann wäre nicht mehr kalt. Das stimmt wohl. So, komm mal, mein Feuerchen, Junge. Wie sie da stehen. Schönen Reih und Glied, schönen Reih und Glied, Freunde. Das war doch mal ein Thumbnail. Würde ich mal behaupten. Ich drücke immer E, anstatt einfach mal Q zu drücken. Ja, ich drücke die ganze Zeit Q und jetzt, wo es sagt, außer sind E. Alter, wo kommen denn alle her? Ja, aber ich glaube, hier ist der Spawnpunkt von denen. Ja, hier sollten wir uns ein Haus bauen. Ja, ja, klar, klar. Absolut. So, das Game vorgehen? Ja, ich heile mich gerade erstmal wieder, damit ich überhaupt lebe. Die Frage ist, welche Eisschorle ist das? Also, ist das jetzt die oder genau auf der anderen Seite die? Ich meine, ich würde sagen, einfach wir mal finden es einfach mal raus. Oh, wenn es schnell geht, macht nichts. Ich fall natürlich direkt ins Wasser. Extreme, was machst du denn? Sollen wir hier drumherum laufen oder wie? Ich denke. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite und nun? Nein, spring doch da raus. Spring aus dem Wasser raus. Extreme, nein! Ist das dein Ernst? Mann, ey. Ich hab's echt drauf. Ah, ich hatte keine Ausdauer mehr, deswegen. Kannst du ruhig zugeben, dass du gerne planscht. Ja, ja, klar. Ach, da soll man hochklettern. Ah, es ist dann genau die andere Seite, die Eisschorle. Wahrscheinlich da hinten. Da muss man dann über die Eisschorle entlang, glaube ich. Meinst du, es gibt schon Fallschaden? Ich weiß es nicht. Die Fackeln, die wir mal gemacht hatten, haben wir hier eigentlich noch. Ne, die habe ich gar nicht mal dabei. Die kann man auch so, glaube ich, gar nicht craften. Ja, ich glaube, das... Oh doch, Dim Torch. Ja, obwohl ich mir immer noch denke, die bringen eigentlich gar nichts, die Fackeln. Also zumindest in Sachen Wärme. Ja, glaube ich auch nicht, dass sie einen wirklich wären. Glaube ich nicht. So, spring! So, ich wollte extra abwarten, ob Fallschaden noch aktiv ist oder wieder aktiv ist. Ja, das ist nett, dass du da abgewartet hast. Ja, so bin ich. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Das hoffe ich für dich auch, weil es hier verdammt kalt wird. Nein! Nein! Komm hier nicht hoch! Das ist doch nicht wahr. Ich sterbe. Das ist doch ein Witz. Och, ich hasse es. Ey, man kommt da einfach, ich auch. Ja. Läuft. Ah, ein toller Abschluss.
Ja, ein toller Abschluss zu dieser Folge. Es soll auf jeden Fall dort links irgendwo zu einem Dungeon gehen, ob das jetzt genau dieser Weg war oder der andere. Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Wir werden auf jeden Fall einen Pike of Resurrection werde ich dahin bauen, damit wir nicht jedes Mal dahin laufen müssen. So nackt wie wir sind. Ja. Gute Idee, die wir schon am Anfang dieser Folge hatten, aber nicht umgesetzt haben. Genau. Und wenn euch diese chaotische Folge bis hierhin gefallen hat, zeigt es doch gerne mit dem Daumen nach oben. Guckt doch gerne bei Sponti rein. Er Link wie immer in der Beschreibung. Und wir sehen uns natürlich übermorgen wieder und sagen erstmal bis dahin. Tschüss. Ciao.